Christoph Mörgli, guten Abend. Danke, dass Sie sich meine Frage stellen. Herr Dr. Mörgli, wir doch zuerst miteinander den Begriff klären. Was ist für Sie persönlich eine Dissertation? Die Frage ist falsch gestellt. Sie müssen fragen, was geht da im Moment ab? Sie müssen die Situation am Medizinhistorischen Institut anschauen, wo zwei von meinen Mitarbeitern zusammengearbeitet haben mit dem Tagesanzeiger, staatsanwaltschaftlich verhaftet worden sind, wo der Gondra im Moment nicht im Amt ist. Vier Leute sind weg von dem Institut. Ausstellungen gibt es nicht mehr. Und die Leute, die jetzt freigestellt sind, haben natürlich Interesse, mich nachträglich zu verdreckeln. Sie werden da instrumentalisiert. Sie haben wieder amtsgeheime Dokumente bekommen, wie wir das kennen. Zum Beispiel Beurteilungen von Dissertationen. Und der Herr Meschemoser, der den Film gemacht hat, war früher WOTS-Autor von der linksextremen Wochenzeitung. Genauso der Herr Gondrau, mein Chef, der ebenfalls in dieser linksextremen Zeitung früher geschrieben hat. Wissen Sie, passen Sie auf, Sie werden instrumentalisiert als Schweizer Fernsehen in einem Akt, wo man mich politisch fertig macht. Gut, das ist jetzt mal Ihre Einschätzung, wie Sie das Ganze sehen. Wir kennen uns seit vielen Jahren, Sie als Politiker, ich als Journalist. Ich glaube, Sie können einschätzen, dass es mir bis jetzt immer um die Sache gegangen ist. Und ich bitte Sie, Herr Mörgli, dass wir miteinander jetzt auch in dieser Zeit, die wir haben, dass wir die nicht unnötig verbrauchen, sondern wirklich über die Sache, über den Kern reden. Was ist für Sie, ich erlaube mir die Frage nochmal zu stellen, was ist für Sie eine Dissertation? Eine Dissertation, und ich sage das als Medizinhistoriker, ich sage das nicht als Professor für Kommunikation, wie die Genferi, die Sie da gehört haben, ist speziell für Detailhandel. Also sie versteht sicher etwas, wie man Tomaten ins Gestell stellt. Da würde ich ihr auch nicht reinreden. Aber sie versteht nichts von Medizingeschichte. Und sie kann da auch die Wissenschaftlichkeit nicht beurteilen, genauso wenig wie sie. Und wenn sie behauptet, eine Transkription, eine Edition von einem Text, von einem Original, also eine Abschrift, eine reine Abschrift. Entschuldigen Sie, Sie haben gesehen, wie die Original aussehen. Das ist sehr anspruchsvoll. Und das erfordert eine ganze Menge Zeit und Mühe. Das ist eine historische, das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Ich selber habe 820 Seiten über Biedermeier geschaffen. Und auch das da ist ein Text. In Frage stellen. Wir reden nicht über Ihre Schrift, sondern wir reden über die. Schauen Sie, über die Dame zu Genf, die Dame zu Genf hat ganz sicher meine sämtlichen Arbeiten durchgeschaut. All meine 33 Bücher, meine mehreren hundert Publikationen, da hat sie offenbar nichts gefunden. Jetzt hat sie ein paar Sachen bei der Publikation. Dann sage ich Ihnen, was eine Dissertation ist. Wer hat die Dame eigentlich gezahlt für diese Studie? Ist das Schweizer Fernsehen? Sind das Konzessionszahler? Ist das die Universität Zürich, also auch wieder Steuerzahler? Ist das vielleicht das Erziehungsdepartement von der SP Frau Eppli? Ist das der Herr Brändli, der dort wirkt, ebenfalls SP? Sie sind am Ablenken. Nein, Sie ich muss Ihnen sagen, wer hat es gezahlt? Ich möchte mit Ihnen über die Dissertationen reden. Sagen Sie mir doch da schnell. Wer hat die Untersuchung gezahlt gegen mich? Wissenschaftliche, selbstständige Arbeiten sind normalerweise eine Dissertation, kommt von Dissertatio aus dem Lateinischen. Ja. Ich möchte Ihnen eine überreichen, die Sie selber ja gesehen haben. Sie sehen es hier. Das ist der Teil von der Einleitung. Eineinhalb Seiten, sechs Seiten Zusammenfassung. Alles dazwischen, die 109 Seiten, ist einfach abgeschrieben. Das ist abgeschrieben. Ist das eine Dissertation? Ist das ein Doktortitel wert? Sie können sich überlegen, wenn Sie Dissertationen ausgeben, wo Doktoranden zwei Bücher abschreiben und ein einziges neues drittes zusammenschmieren. Und dann kommt dann Frau Professorin, Grossinquisitorin von Genf. Zu Genf hat man übrigens schon mal jemanden verbrennt. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn sie da der Uni Zürich sagt, was sie zu tun hat. Muss ich Ihnen noch mal etwas sagen? Ich muss Ihnen noch mal etwas sagen. Ich habe weitere Beispiele da, was Sie bitten würden, dazu Stellung nehmen, inhaltlich. Inhaltlich gemacht worden ist, das ist ein wissenschaftliches Umgehen mit unseren reichen Beständen in den Handschriften, wo ich Leiter war. Man hat mir vorgeworfen, ich hätte zu wenig gemacht mit meiner Sammlung, ich hätte zu wenig gemacht mit den Handschriften. Darum haben Sie den Studenten alte Schriften gegeben, die Sie dann in Ihrem Sinn und Geist übersetzt haben, damit Sie es für das Museum brauchen können. Es ist ganz wichtig, dass wir das aufbewahren können, dass wir das der Nachwelt überbringen. Das sind Original. Und die Frau Professorin ist Spezialistin für Plagiat und für Fälschungen. Hat sie mir irgendein Plagiat vorgeworfen oder einem Doktorand? Hat sie irgendeine Fälschung vorgeworfen? Das kann man nicht. Wir reden nicht von Fälschungen, Herr Dr. Mögeli. Sie aber die Wissenschaft, nicht ganz genau Wissenschaft reden, kann nicht sie nicht Wir reden über Abschriften, Umschriften, die Sie da gemacht haben. Ich frage Sie mal ganz direkt. Glauben Sie, in Bern oder Basel wäre das möglich? Meinen Sie so etwas? Ich habe da weitere Beispiele. Sie sehen das gleiche Prinzip. Ein bisschen Einleitung, ein bisschen Zusammenfassung, 100 Seiten abgeschrieben.
steht sogar noch drin, dass es abgeschrieben ist. Und kommentiert mit Anmerkungen. Das ist eine grosse Arbeit. Es sind dürftige Anmerkungen. Es sind zwei Seiten Anmerkungen. Sie könnten dann kein Wort lesen von diesen Schriften. Das ist also anspruchsvoll, die zu entziffern, die in grösseren Zusammenhang zu stellen. Und das ist ein grösserer Beitrag zur Wissenschaft, als wenn man irgendwie schreibt, die alte Medizin. Müssen können verstehen, was sie drin steht. Mein Job ist es, Fragen zu stellen. Und ich frage Sie nochmals, Sie sind der Frage ausgewichen. Würden Sie glauben, in Bern und Basel wäre das möglich, was Sie da mit Ihren Dissertationen gemacht haben? Mein Vorgänger, der Professor geworden ist, in Bern, Lehrstuhlinhaber, der hat einen Text ediert von einer Paris-Reise von zwei Schweizer Studierenden aus dem 18. Jahrhundert. Der hat einen latinischen Text ediert, kommentiert, eingeleitet. Das ist eine Habilitationsschrift, genau so das. Das könnte auch Doktorat sein. Jetzt haben Sie immer Moment, ich möchte Ihnen schnell eine Antwort geben. Wenn Sie 60 Dissertationen haben Sie immer eine Enttäuschung. Und wenn der Herr Enttäuschung. Moment, wir reden von 12 Enttäuschungen. Sind es mehr als 12? Enttäuschung, das ist nicht Enttäuschung. Die Enttäuschung ist, wenn er sagt, er hat für Geld das machen. Jetzt, der Herr, Bern und Basel wäre das nicht möglich. Der Herr hat unterschrieben, dass er das selber gemacht hat. Er hat in diesem Fall gelogen. Ja. Und wenn Sie finden, der ist gemeingefährlich als Arzt, Sie haben seinen Namen, Sie können den melden der Universität, das ist ein Betrüger. Ja. Aber entschuldigen Sie, eine Enttäuschung gibt es halt. Und wenn Sie etwas machen... In Bern und Basel wäre das nicht möglich, was Sie da gemacht haben. Das heisst, Sie haben eigentlich nur einen Schreibfehler korrigiert bei diesen Dissertationen. Nein, im Gegenteil. Ich habe doch sehr viel Arbeit gehabt, auch mit ausländischen Studierenden. Ich habe meinen Auftrag eigentlich darin gesehen, dass sich Mediziner und auch Zahnmediziner in die Wertschöpfung in den Beruf. Und ich habe gewusst, die haben einen strengen Beruf, die haben auch sehr viel klinische Arbeit. Ich habe ihnen etwas gegeben, wo sie auch zuhause am Wochenende oder am Feierabend haben können machen. Und das ist eine sehr sinnvolle wissenschaftliche Arbeit. Wissenschaftliche Arbeit für Ihr Museum. Sie haben die Studenten letztlich ja ausgenutzt, um arbeiten, alte Schriften aus ihrem Archiv herzuholen und daraus dann eine Doktorarbeit zu kreieren, die Sie dann durchgewunken haben. Nein, ich habe die nicht durchgewunken. Ich konnte dann zum Beispiel diese Texte brauchen für eigene Forschung. Das ist doch selbstverständlich. Aber haben Sie nicht einmal selber gemacht? Die haben sogar noch Leute geholt, Übersetzer, die das gezahlt haben. Das ist verboten. Das ist verboten. Ja, aber dann müssen Sie doch merken, Entschuldigung, Herr Möge, Sie waren der wissenschaftliche Leiter von diesen Dissertationen. Sie merken doch, wenn jemand vor Ihnen hockt, wo der Sprache nicht mächtig ist, der einen Übersetzer braucht. Nein, ich merke doch nicht. Wenn der das kauft, nein, das tut mir leid. Ja. Das ist ein Betrug. Das können Sie melden. Sie wissen die Namen. Sie schieben das also schon ab auf Ihre Studenten, sie, obwohl Sie den Antrag Ihre Arbeit, haben. Wie Sie da so etwas darstellen, mit anonymisierten Quellen, finde ich unethisch. Ich bin in meinem politischen und wissenschaftlichen Leben immer hergestanden. Möglich, Sie haben genau schon mit anonymen Quellen gearbeitet. Das wissen wir beide. Und ich erinnere Sie daran, dass in meinem Kampf bin ich immer daran, dass es Redaktionsgeheimnis gibt, dass es Quellenschutz gibt, dass meine selbstverständlichen Quellen nicht offen sind. Der Herr Gondrau hat mir gesagt, er sei nicht zufrieden mit dieser Arbeit. Es geht nicht um den Herrn Gondrau, dann habe ich ihn gefragt, geben Sie mir, um die Dissertationen, wo reine Abschriften sind. Sie haben mich doch eingeladen, dass ich rede. Geben Sie mir eine Dissertation, Herr Gondrau, wo Sie finden, das ist gut, eine, die Sie betreut haben. Ich habe dreimal gefragt, er hat mir nie eine gegeben. Warum? Er hat noch nie selber eine Dissertation betreut. Er hat auch keine Habilitation geschrieben. Das haben wir begriffen. Er hat noch nie eine Ausstellung gestaltet. Er hebelt jetzt im Hintergrund gegen mich. Das merken Sie. Sie haben Amtsgeheimnis, Sie haben geheime Akten, auch vom Herrn Rüttimann, wo er unterschrieben hat. Zum manchmal etwas aufdecken, braucht es manchmal Informationen, die von Ort kommen, die Sie nicht unbedingt betreffen. Im Nachhinein. Meine Arbeit, entschuldigen Sie, 60 Dissertationen habe ich geleitet. Davon da können Sie, mindestens 12 Fragen. Da können Sie etwas diskutieren. Aber wenn Sie nichts machen, dann gibt es natürlich nichts zu diskutieren. Das ist klar. Herr Mögli, Ihr Ruf als Wissenschaftler hat gelitten. Eindeutig. Ich glaube auch, Ihre Glaubwürdigkeit jetzt als Politiker. Sie wären der Erste, der würde sagen, treten Sie zurück. Ich frage Sie, Herr Mögli, hier in der Rundschau, treten Sie zurück. Sind Sie eigentlich vom Haftbissen? Wenn einer zurücktritt, dann können Sie das sich in der Rundschau überlegen. Wenn Sie sich so instrumentalisieren lassen, von einer zum Teil kriminell handelnden Partei, von Leuten, die mich rausgemobbt haben, natürlich haben Sie sich instrumentalisieren lassen. Kollegen, die das im Hintergrund recherchiert haben. Das sind alte WOTS-Kollegen. Im Fernsehen sind alles extreme Linke in solchen Formaten. Ich habe noch keinen anderen gesehen. Und die wollen mich fertig machen als SVP-Politiker. Meinen Sie, ich gehe weg dem? Also. Sie haben es ja fertig gebracht. Ich bin ja da nicht mehr an der Uni. So weit sind Sie. Aber im Nachhinein sagen Sie, es wissenschaftliche Gründe. Das wissen Sie, stimmt nicht. Mein früherer Chef hat Fernsehauftritte von mir kritisiert. Schriftlich. Fernsehauftritte, politische Auftritte. Bei uns in der Sendung sind. Ich verstehe Ihre Aufregung.
Aber ich bitte Sie auch zu akzeptieren, dass wir die Fragen haben müssen und dürfen stellen. Ich halte fest, dass Sie nicht zurücktreten werden aufgrund von dem Tatbestand. Ob Sie Ihren widerwärtigen Journalismus so weitersetzen wollen, tun Sie sich das in dieser Nacht einmal überlegen. Ist das möglich? Danke vielmals, dass Sie hier live in der Rundschau waren.